liebe Freunde der gepflegten Baskerkultur, heute mal wieder ein anderes Thema. Ihr habt es wahrscheinlich schon öfter mal im Hintergrund irgendwo bei mir erspäht. Heute wird es aber um Teco gehen, den kleinen Robby, den Multicore Propeller Chip Robby. Ich habe das Gerät angefangen von, ja, ich glaube vor anderthalb Jahren mal zu basteln. Das heißt, ich werde jetzt hier mal ein paar kleine ältere Filmchen zusammenschneiden, die ich immer mal, wo ich immer mal zwischendurch die Kamera reingehalten habe beim Aufbau. Ja, gucken wir mal. Ist so noch nicht fertig, das ist so im Werden. Ne? Und am Anfang geht es ein bisschen um die Mechanik, dann um diese Audiogeschichte, die hier drin ist und dann um die Motorsteuerung und naja, und dann kommen ein paar neue Folgen, ja, weil mittlerweile hat er sich dann schon wieder ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Das Ganze basiert auf der Dagu, also diese Mechanik, die wir hier haben, ja, die habe ich, zumindest den unteren Teil, dieses Chassis, habe ich natürlich nicht selber gebaut. Ja, das ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich habe da auch keine Lust, dann dort alles selbst zu machen. Das ist eine fertige Plattform, das ist von der Firma Dagu, der Rover 5. Ja. Schnuckliges Teil, gibt so um die 70 Euro fertig. Ja, hat 4 Motoren plus Inkrementalgeber pro Motor. Ja. Man kann das mit Ketten bestücken, wie es hier ist. Den Anstellwinkel von diesen Motorträgern kann man noch einstellen. Ja. Man kann allerdings auch normale Räder aufziehen. Ja. Das geht auch. Man muss da nicht diese Ketten, Gummiketten nehmen. Ja. Ich persönlich habe 2 Motoren ausgebaut. Ja, er ist jetzt nur hinten mit Motoren bestückt. Aber ich denke, das reicht aus für die Experimente. Ja. Und dementsprechend habe ich dann auch diese Inkrementalgeber ausgebaut. Ja. Also vorne ist er quasi unbestückt, hinten ist er bestückt. Jo. Beim Gehäuse an sich hier oben habe ich dann hin und her überlegt, was baust du, machst du noch für den Aufbau hier oben drauf, wie machst du das? Da hatte ich so verschiedene Varianten. Naja, und dann hatte ich wirklich einen sehr kreativen Schub und habe mir gedacht, Mensch, nimm doch einfach ein Teco-Gehäuse. Das gibt es noch nicht, ja, das ist was ganz Neues. Machst du so ein Teco-Gehäuse drauf, ja, habe das alles hier schön klappbar gemacht, wie eine Motorhaube. Ja, da gucken wir dann mal bei Zeiten alles genau an. Jo, fangen wir mal an und legen los mit den alten Videos, wie das alles so losging. Ne? So, ich habe jetzt schon einige mechanische Tätigkeiten an unserer Robotikplattform durchgeführt. Das war jetzt auch nicht alles so filmswert. Insofern habe ich das jetzt einfach mal ein bisschen abgekürzt. Aber wir schauen mal einfach, was ich hier getan hat am Gerät. Das sind zum großen Teil wirklich mechanische Arbeiten, die ich durchgeführt habe. Die elektrischen und elektronischen Sachen, die kommen jetzt als nächste Schritte. Ja? Na, gucken wir uns das mal an. So, wie wir sehen, habe ich hier ein auf unserer Dagu-Plattform, Rover-Plattform, ein Teco D14-Gehäuse verbaut. Damit ist das Ganze auch kompatibel zu unserem Hive-Computer. Ich hatte eigentlich ein kleineres Gehäuse vorgesehen. Es gab ja noch von Teco das etwas kleinere Gehäuse, aber es war einfach für Akku und Platinen nicht genug Platz enthalten. Ne? Jo, was man hier jetzt aus der Perspektive auch schon sieht, ist, dass wir hier einen Ultraschallsensor haben. Der ist schwenkbar angebracht. Das ist also unser Ultraschallradar. Und wir haben an der Unterseite, hochschwenken, 2 Fallsensoren. Das sind Infrarot-Reflexionssensoren vorne und hinten. Wenn man das Ganze nicht irgendwo mal die Treppe runterfährt oder vom Tisch fällt oder irgendwas. Ja. So, dann haben wir unser Teco-Gehäuse. Und hier sehen wir schon augenfällig von vorn einen PIR-Sensor, also ein Bewegungsmelder quasi, wie man den aus dem Haushalt oder Industrie irgendwo kennt. Ein Sensor, der anschlägt, wenn sich irgendwelche
infrarotwarmen Objekte bewegen. Ja, dann haben wir hier entsprechende Durchbrüche an den Scheiben. Hier an den Kanten weitere Reflexionssensoren. Ne? Und an der Oberseite, ich schwenke das mal nach oben, wie wir das vom Hive-Computer halt auch kennen, unser Heartbeat-LED. Natürlich hier in einer schönen großen Version, damit das alles auch ein bisschen Schmuck aussieht. So, das Ganze ist in dem Gehäuse untergebracht. Die gesamte Elektronik, ich schwenke es nochmal rum, weil hier unten, ich baue es jetzt mal nicht ab, von der Rückseite sieht man schon, ich habe hier den Motorcontroller im unteren Teil verbaut, also in der Rover-Plattform. Leider waren mir diese Akkus ein bisschen schwach, die mitgeliefert wurden und die hier reinpassten. Und man sieht es vielleicht hier schon durchschimmern. Ich habe hier größere Nickel-Metallhydrid-Akkus verbaut, 5000 mAh. Das scheint mir ein bisschen ansprechender zu sein für so ein Projekt. Die haben allerdings leider nicht in diesen Spalt gepasst. Ja, das also, deswegen musste ich die in dem Gehäuse unterbringen. Und deshalb ist es auch ein TechOD14-Gehäuse geworden, weil das quer natürlich oder längs oder in irgendeiner Ausrichtung überhaupt nicht sonst reingepasst hätte. Hier drüben sehen wir dann einen Ausschalter. Man sieht dann schon hier die Heartbeat-LED. Geht dann schon ein und aus, probehalber. Das hier ist der Eingang für das Ladegerät. Ich wollte eine Holbuchse nehmen. Hatte ich nicht da, also ist es eine Chinch-Buchse geworden. Man muss ja mal sehen, was man in der Bastelkiste hat. Ne? Jo, von der Seite her hier ist eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Gucken wir uns nochmal von vorne an. So, das Ganze, die 14 Gehäuse kann man aufklappen. Und man sieht schon, dass hier eine ganze Menge Baugruppen schon installiert sind. Ja. Wie schon angedeutet, habe ich ja diverse Sachen hier einfach als Modul fertig bezogen. Also baue ich jetzt nicht auf der Lochrasterplatine auf, sondern zum Beispiel die Stromversorgungsmodule, das sind fertige Step-Up-Regler. Da habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die selber irgendwo zusammenzulöten. Die gibt es für ein paar Euro bei Amazon. Genauso das SD-Card-Interface, was hier ist. Ja. Jo, was haben wir hier in der unteren und oberen Gehäuse-Halbschale? Das alles ist ein bisschen klappbar gestaltet, damit man das auch ein bisschen schnuckliger dann beim Löten hat. Ne? Wir haben hier erstmal unseren Servo für unser Ultraschallsensorsystem. Ja, wir haben zwei kleine Lautsprecher. Das sind Boxen aus einem alten Notebook, aus einem Schrott-Notebook. Ja, sowas schmeiße ich immer nicht weg. Und man sieht hier in dem Gerät, werden sie dann auch noch ihren Zweck erfüllen. Es gibt hier vorne an der Gehäusefront, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, Durchbrüche, damit man auch ein bisschen was von den Boxen dann hört, ja, von dem Ton. Ja, es müsste jetzt eigentlich auch nicht Stereo sein, aber ich habe die Binden da und irgendwo muss ich die ja mal verbasteln. Jo, hier hinten sieht man dann schon die großen Akkus, 5000 mAh, das sind so Standard Nickel-Metallhydrid-Akkus für ferngesteuerte Modelle, Fahrmodelle, Racing-Modelle. Ja, die gibt es von der Stange, das ist erstmal das Gute, damit kann man erstmal gut nachtanken, die ganze Geschichte, wenn man was braucht. Zudem gibt es natürlich auch fertige Ladegeräte und die ganze Infrastruktur. Das war mir dann auch wichtig, dass man beim Experimentieren dann nicht so viel Umstände rundherum hat, um das Ganze in Betrieb zu halten. Das Ganze habe ich auf eine Verteilerplatine geführt, wo dann hier entsprechende Messadapter sind und entsprechende Abgänge für die einzelnen Baugruppen. Hier werden dann auch die Lautsprecher weiterverteilt. Das ist einfach nochmal so eine Platine, wo man zentral so ein paar Signale und Versorgungsspannungen verteilt. Ja. Hier unten sehen wir dann unsere Reflexsensoren. Jo, dann haben wir im oberen Gehäuseteil unsere Lochrasterplatine.
ich habe schon mal probehalber hier einen Sockel gesteckt, wo ich meine Propellerchips hinhaben möchte. Jetzt kommt noch ein zweiter dann daneben, eventuell, ja, erstmal natürlich einmal bloß. Und wir haben da noch genug Platz für entsprechende AD-Wandler und Baugruppen. Es soll ja noch so einiges rein hier. Ne? Oben sieht man hier den PIR-Sensor, der hier durchgesteckt ist. Jo, an der Seite dann ein entsprechender Durchbruch für unsere SD-Card. Ja. Jo, das ist so der aktuelle Stand von dem Gerät. Und ich werde jetzt, warte jetzt noch auf ein paar Baugruppen, ein paar Bauteile. Deshalb komme ich jetzt mit den Mikrocontrollern selber nicht weiter, aber ich werde mich jetzt schon mal beschäftigen mit ein paar Teilschaltungen, wie der Ansteuerung für den Audioteil, dass wir die Lautsprecher, dass wir einen kleinen Audioverstärker drin haben, dass wir schon eine entsprechende Mimik haben, um die Heartbeat-LED anzusteuern. Das ist nämlich etwas spezieller, habe ich festgestellt. Das sind also insgesamt in diesen Jumbo-LEDs sind 6 LEDs verbaut, die aber nicht einfach parallel oder in Reihe geschalten sind. Parallel ist ja meistens eh Quatsch. Das sind 3 Gruppen zu je 2 parallel geschalteten LEDs. Ja, und maximal 60 mA könnte man verbraten, laut Datenblatt. Ich habe aber gesehen, dass es schon bei 10 oder 20 mA ausreichend hell leuchten. Also ich kann hier mal das Licht ausmachen und hier mal einschalten. Man sieht dann hier schon, dass das leuchtet hell genug. Das sind glaube ich jetzt 15 mA oder sowas. Ja, ich will ja auch nicht so viel Strom verbrauchen und das Ganze wird dann auch per PWM dann auch irgendwie als Heartbeat oder zur Signalisierung von irgendwelchen Zuständen verwendet. Ja, mal schauen, da werde ich dann nochmal was einbauen. Und ich habe festgestellt, dass das aus den 3,3 Volt überhaupt nicht zu speisen ist. Es ist klar, aus 5 Volt wird es auch knapp. Also man muss wirklich mit den 7,2 Volt vom Akku direkt arbeiten. Na, wenn wir uns dann schon mal eine kleine Ansteuerstufe zusammenbasteln. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich jetzt im Vorfeld kurz beschäftigen werde. Ja, und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ja, liebe Freunde, jetzt lege ich los mit der Audioschaltung. Dafür habe ich mir ein TDA 7050 auserkoren. Das ist also ein ganz kleiner, minimalistischer Audioverstärker. Benötigen wir, weil wir ja 2 Lautsprecher drin haben, 2 kleine Mini-Boxen, die ich hier recycelt habe aus einem alten Notebook. Ja, und die wollen wir ja auch ansteuern, weil wir wollen ja auch ein bisschen Krach machen. Ja, ich habe dann hier einen Experimentalplatz mir aufgebaut. Den habe ich schon lange. Das sind hier 2 Steckbretter, ein altes Gehäuse von einem alten Rechner und ein paar Netzteile. Und während da die Steuerung hier ja noch nicht integriert ist, erstmal noch mit einem Demo-Board arbeiten, welches ich zur Signalerzeugung verwende. Ja, dann werde ich das Ganze hier mal zusammenstöpseln und dann haben wir da, wenn die Tonqualität und ähnliches zufriedenstellend ist, werde ich die Schaltung aufnehmen und dann können wir das dann nachher auch auf unserer Lochrasterplatine dann zusammenlöten. Ja, dann haben wir diesen Teil der Schaltung schon fertig, bevor wir mit der restlichen Steuerung dann weitermachen. Thank you.
Musik.